Recht herzlich willkommen zur 142. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier wieder drin, müssen jetzt gerade unsere Rakete noch auswählen, die wir gebaut haben. Wo ist er? Da ist er. Load. Und da müssen wir noch ein bisschen was dran ändern hier. Der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich doch das zweite... Warte mal, wo war das? Was ist das? Das haben wir eingebaut. Und dieses hier ist das richtige Teil, das ist größer, das muss dazwischen. Also das ist weg. Dieses entfernen. Und den da reinbauen. Der hat dreimal so viel Power. Gut. Und der Cargo Bay oder so ähnlich. Machen wir den. Cargo Bay, Cargo Bay. Ist irgendwo, keine Ahnung wo. Hier. Ja, Service Bay. Da kann man Sachen reinbauen. Also Instrumente reinbauen. Die kann man dann, das ist jetzt hier nicht so für geeignet wahrscheinlich. Gut, das war das. Der Mordrak hatte mir noch geschrieben. Da haben wir gar nicht reingeguckt jetzt ins Assembly. Warte mal, das muss ich erstmal speichern, weil ich das jetzt umgebaut habe. Wie sieht's denn hier aus? Das ist noch passend, ne? Wenn wir gerade hier, dann sehen wir das da auch. Ja, das passt alles. Die Beine müssten auch passen, oder? Aber weiß ich jetzt nicht. Ne, ich glaube, der Ring ist größer gewesen. Die müssen wir nochmal verändern. Die vier müssen wir verändern. Ne, der war richtig. Die müssen noch ein bisschen tiefer, ne? So, jetzt sollte das funktionieren. Die wieder rein. Passt. Gut, nochmal saven. Dann, warte mal, wir gehen erst zurück. Gehen hier rein. Der Mordrak hatte mir geschrieben, rechtsklicken, wählt das aus. Geh nochmal und das ist weg. So, jetzt dann noch auf Duna klicken, zentriert auf Duna. Die Frage ist da, Duna, ja. Und dann sehen wir hier, um Duna fliegt nichts, aber das war auch ein großer Kreis, der da flog. Das ist Dres, das ist Joel. Also das ist alles definitiv irgendwo. Muss das Ding abgestürzt sein oder beim Versionsupdate ist verloren gegangen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sich das nicht mehr ausgegangen. Gut, fehlt also. Was gab es noch, die Frage? Ins Forschungszentrum rein. Und da können wir noch was erforschen. Und zwar dieses Fly-by-Wire. Das ist das. Das sollten wir dann erforschen. Was gibt es da noch zu? Ah, ein Advanced Reaction Wheel Large. Dann können wir das wahrscheinlich gleich nochmal umbauen. Ja, Research. Haben wir. Das war jetzt der. Dann können wir wieder zurückgehen. Hier nochmal rein und dann stellen wir gleich fest, dass wir jetzt noch ein größeres Reaction Wheel haben. Und zwar, wo war das? Da? Ne? Da sind die Decoupler und dann war es woanders. Das waren die Service Base, das waren die Decoupler. Wo ist denn jetzt? Hier ist es. Small, das ist es. Das ist das Große. Das muss da jetzt rein. Plus-Taste drücken, um näher ranzukommen. Das trennen, das ausbauen und das dann einbauen. Dann passt es jetzt wieder. So, jetzt müssen wir nur gucken, nochmal die Beine ausfahren, aber ich glaube, so wie das aussieht, ist das passend, ne? Jo, Kraftwerk, sage ich schon. Antrieb ist definitiv kleiner. So, dann ist das geklärt. Wir haben die Forschung gemacht. Wir haben das Reaction Wheel ausgetauscht. Ist gleich bei Bayama. Cargo Bay war erklärt. Können wir dann so stehen lassen. Brauchen wir aber nichts machen, weil da kommen nur Instrumente rein zum Testen, glaube ich.
Ja, die Dingens, die Sonde ist weg. Ist halt passiert. Können wir auch nicht ändern. Jetzt gerade gucken. Das war da. Das ist da. Und dann haben wir hier unten das. Macht eigentlich einen fitten Eindruck, das Ding jetzt. Safe. Jetzt müssen wir noch gerade reingucken, dass wir die passenden Astronauten mit haben. Bob ist okay. Bill machen wir für Desblas. Und Potka ist der Pilot. Alle ein Stern, damit sie besser werden, ne? So, und dann können wir dann eigentlich durchstarten. Gut, auf der Rampe. So. SAS einschalten. Schub auf Vollpower. Und jetzt fällt mir gerade so ein, wir müssen nochmal zurück. Das hat so keinen Sinn. Weil ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Also wie. Sag schon. Jetzt steht er da schon drauf, ne? Machen wir da rein. Wir haben den ja gespeichert, ne? Und TWR ist ziemlich groß mit hier 1,97, ne? reicht, so war das. So. Dann müsste ich das nochmal jetzt abspeichern. Und da. Board. Wir müssen hier nochmal reingucken. Da sind nämlich jetzt die Falschen drin, weil die anderen draußen sitzen. Läuft, oder? Gut. Save. Leave. Jetzt müssen wir da nochmal hin. Recover. Ich hoffe, das war jetzt kein Verlustgeschäft. Jetzt nochmal da rein. Jetzt steht die Kiste hier drinnen. Mit 1,51. Jetzt nochmal Piloten. Den müssen wir jetzt nochmal austauschen. Vodka darf mit. Desblas darf mit. Wo ist Bob? Bob ist ganz oben. Passt. Dann launchen wir die jetzt. So. Dann steht sie jetzt da zum Start bereit. Jetzt müssen wir gucken, dass das läuft. Das sieht alles gut aus. Okay. SAS an. Vollen Schub. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! So. Wir sind schon auf dem Weg. Läuft. Gerade auf der Karte, dass wir hier das richtig drehen. So. Ein bisschen mehr. Dreht sich jetzt schon wieder so komisch weg, ne? Irgendwie wackelt die auch so. Schön ist das nicht, ne? Wie sieht's hier aus mit Abo-Absatz? 12.000. Ja. Jetzt machen wir das mal an. Und dann geht das schon, oder? 30.000. Haben noch Schub drin, ne?
sieht gut aus. So, jetzt ist gleich leer. Stufe ab, nächste Stufe an. 65.000, ich glaube, wir schalten wieder auf dieses hier um. Und bringen uns mal in eine bessere Position. Ich sehe nicht viel, aber... ich denke, wir haben jetzt hier schon genug. Naja. Zack. So. Und jetzt müsste das einigermaßen... oh, weißt du was? Lass uns mal den Schub gerade wegnehmen und ein bisschen aufrocken, damit das hier nicht noch steigt. Genau. Jetzt mal gerade ein bisschen vorjumpen. Komm schon. So, jetzt sind wir im All. So, normale Geschwindigkeit. Bisschen hier noch wieder korrigieren. Und Schub. So, dann kommt der auch wieder rum. Der wächst aber nicht so schnell. Das ist schon besser. Der wächst auch. Das ist gut. Das macht einen ganz guten Eindruck, oder? Sieht zwar hier nicht so ganz so 100% toll aus, aber können wir mit leben. Das wächst hier nicht so viel. Schon zu überlegen, noch ein bisschen näher aufzurücken, aber ich glaube, da kommen wir mit hin. Okay, der ist noch nicht mehr ganz viel drin. Mal hoffen, dass das noch funktioniert. Rück mal erstmal wieder nach hier. Ja. Geht, oder? Das ist fast leer. Und wieder mal Schub machen. Oh, Stufe leer. Aber jetzt müssen wir gucken, dass die Abopsis noch hinkommen. Und die wächst da aber, oder? Ja, sieht einigermaßen noch aus. Langsam aber geht. Gut. Jetzt wächst das hier natürlich auch noch, aber das ist jetzt so. Ja. Das müsste aber bald rumkommen dann. Ja, machen wir gerade Flugrichtung wieder an. Dann wird das auch noch schneller gehen. Ja, läuft. Wie viel haben wir denn da drin? Ja, voll, ne? Das ist schon okay. So, irgendwann kommt dann die Periapsis. Und dann müssen wir die mal anfangen hier. Anpacken gleich. Wo ist er? Muss jetzt kommen, oder? Da oben ist er. Gut. Funktioniert. Und irgendwann müssen wir anhalten. Auf jeden Fall Orbit erstmal. So, den würde ich sagen, haben wir jetzt. So, und dann müssen wir erst gucken, wo wir ein Manöver setzen, um nach Minmus zu kommen. Das war hier Mun, ne? Genau. Und Minmus fliegt darum. Genau. Wir sind jetzt da. Matas und Mondlander. Add Manöver. Over Minmus. Da hinten, ne? Ja.
So, erstmal so ein bisschen in die Richtung. Das passt schon mal erstmal. War hier so viel los. Warte, da war irgendwo was. Na super. Na toll. Da. Wer ist das dann da? Und das ist Mun. Super, passt. Mun ist jetzt gerade im Weg, ne? Das ist natürlich schlecht, wenn jetzt gerade im Weg ist. Dass ein Sunpair-Ups ist, okay. Ja, das sieht auch so aus, als ob wir da abhauen. Ja. Irgendwie gestaltet sich das gerade etwas schwierig. Nee, das war jetzt falsch. Set as target, das wollte ich. So. Dass der Min muss. Irgendwas ist hier faul. Lösch das nochmal. Add Manöver. So. Irgendwo da musste doch sein, oder? Ich glaube, wir müssen mal gerade auch ein bisschen tiefer hier. Das ist wieder der Mund, ne? Jo. Das ist der falsche Pop. Warte mal, da war gerade noch irgendwas zu sehen.
Was war das jetzt gerade? Was ist das hier? Ramon Encounter, okay. Da ist irgendwo der nette Herr Minmus. Okay, da haben wir gefunden auf jeden Fall schon mal. Okay, dann ist er weg. Ein bisschen mehr dahinterher, oder? Ist das so? Weiß ich jetzt nicht. Ne, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Stopp. Da ist er. Kevin, aber... Minmus Encounter, da ist das dann. Kevin Apoopsis, ja. No Target, ja, den hatte ich schon als Target gesetzt, oder was? Na, wo ist er denn jetzt? Dann müssen wir da machen. Fokus, da ist er. Der ist da unten im Keller. So, da ist er. Schwierig. Weg ist er. Ganz kurz zu sehen, ne? So, der noch. Gleich ist er wieder weg. Ja, nützt nix. Lass ich erst so stehen. Müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen dran arbeiten. Das sieht noch nicht gut aus. Das muss noch sauberer werden. Machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.